Moin, herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map in der Version 1.8 ohne Gräben. Wir sind fleißig dabei hier zu ernten. Wir haben 4 Drescher am Fahren, 5 Abfahrer und wir sind hier richtig, richtig schön fleißig. Ja, der hier ist jetzt gerade nur halb voll, weil ich gerade eine neue Aufnahmesession gestartet habe. Aber er bringt eben den Hafer hier zur Haferflockenfabrik. Und wir können uns mal durchsteppen durch die anderen Fahrzeuge. Hier haben wir Feld 2, welches gleich fertig ist. Dann setzen wir um auf Feld 1. Läuft, würde ich sagen. Feld 19, das ist auch nicht mehr so mega viel. Der ist gleich voll. Hier müsste dann gleich der Abfahrer kommen. Da kommt er schon. Ah, der ist glaube ich so eingestellt, dass er zum Abtanken anhält. Vielleicht auch nicht. Nö, ist nicht. Der ist noch einfach zu spät gekommen, der Dingenskirchen, der Klaas. Ja, schön. Läuft, würde ich sagen. Jetzt die anderen mal an. Hier sind wir auf Feld 33 am Raps ernten. So, und wir haben hier alles voll. Oh. Okay, alles klar. Alles klar. Hier muss ich noch ein bisschen aufräumen. Und hier mal ein bisschen Platz schaffen, damit hier die Produktion weitergeht. Wie ihr seht. Ja, ich sehe, Feld 2 ist fertig geerntet. Wir setzen den gleich um. Aber erst kümmere ich mich hier eben um die Nummer, dass hier auch die Ach, das passt sogar. Das ist ja schön. So. So, warum wird hier nicht weiter produziert? Hackschnitzel voll, oder? What's the problem? Jetzt muss ich eben mal hier die Ladeart umstellen. Ja, warum auch immer hier wieder eine nicht sichtbare Palette ist.
werden wir wohl nie erfahren. Ich bringe das hier erstmal zu unserem Pelletlager. Das kann man ja mal erstmal schön voll machen. Und die holen wir da auch noch eben weg. Dann ist das hier gleich vernünftig aufgeräumt. So, jetzt müsste er wieder. Produzieren? Hey, du, produzier mich nicht. Nein. Völliger Quatsch. Ja. Oh. Machen wir das auch weg. Tun wir noch ein paar Leerpaletten, die wir da wegholen, damit da weiter produziert werden kann. Und alles wird gut. Haben wir hier erstmal wieder ein bisschen Platz. Kümmern wir uns gleich noch ein bisschen um die Hackschnitzel. Um die Hackschnitzeli. Bretterpaletten, jawohl. Ja, ihr hört, meine Stimme ist immer noch nicht wieder perfekt. Oh. Ein Glas hat durchdrehende Reifen. Das ist natürlich nie gut. Das können wir mal gucken wir uns jetzt erstmal an. Ah ja, okay, klar. Weil hier eine verbuggte Pelletpalette rumliegt. Die ich hier auch gerade nicht rauskriege. Okay, das ist nicht gut. Mal eben eingreifen. Und hoffen, dass ich die hier per Autoload rauskriege. Jawohl. So wie ja hier überall irgendwelche Paletten rumstehen. Irgendwelche herrenlosen Paletten. Ich jetzt mal eben schnell. Oh Mann. Ich jetzt mal eben schnell aufsammeln werde. Weil ich das dann doch komisch finde. Nervig, vor allem.
vorne stand da auch noch eine Zuckerpalette rum. Ton liegt auf Stand hier rum. Jetzt tut sie es nicht mehr. So. Dafür lasse ich den dann mal eben so lange hier stehen. Das schadet ja jetzt niemanden. Dann setzen wir den gleich mal um. Fahren mal rüber auf Feld 1. So, wo ist der Abfahrer von Feld 1? Okay. Warum kommt da der Abfahrer nicht? Weil ich ihm noch gar keinen Kurs gegeben habe. Scheinbar. Ja, weil ich ihm noch keinen Kurs gegeben habe. Das habe ich wohl verpennt. Oh oh. Naja, geht gerade noch gut. Ja, da muss ich nochmal einen schönen Abfahrkurs einfahren, der nicht so dämlich zwischen Bäumen durchgeht. Gucken. Schönes Bild. Achso, ja, den Abfahrer suchte ich. Wo war er denn? Wurde ich verpennt. Abfahrer einlassen. Fahren wir den jetzt hier erstmal von Hand abtanken. Besser ist. Oh, da steht er natürlich bescheuert. Boah, hey. Man kann sich das nicht immer aussuchen. Thank you.
einmal leer machen, bitte. Der MB-Truck steckt schon wieder im Verkehr fest. Schön. Es spielt. Wo steckt denn der MB-Truck im Verkehr fest? So, schön. Läuft doch hier im Moment gerade echt gut. Kann man sich nämlich hier eben drum kümmern? Das ist doch cool. Das läuft doch gut. Leute, wir sind schon wieder über der Zeit. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch gerne morgen wieder rein, am Freitag. Gibt es eine Folge, vielleicht auch einen Livestream, vielleicht auch Samstag erst, müssen wir mal schauen. Und ansonsten, ihr wisst ja, Kommentar, Like, Abo unterstützt mich, freue ich mich tierisch drüber. Besucht mich bei Facebook oder auf meiner Homepage. In diesem Sinne sage ich mal, ciao!